Heute gibt es wieder was Leckeres aus dem Crockpot. Ich werde heute einen ganz leckeren Hackbraten machen. Den werde ich ein wenig füllen, und zwar mit kleingeschnittenen Gürkchen, etwas Zwiebel, einigen getrockneten Tomaten und ein klein wenig Bacon. Dafür benötige ich heute 1 Kilo Rinderhackfleisch, dann 3 Eier. Das sind die Zwiebelchen für die Füllung nachher, Baconscheiben, ein wenig getrocknete Tomaten, einige kleine Gürkchen, dann etwas Senf, ein wenig Tabasco, ich nehme hier das Chipotle, Pfeffer und Salz natürlich, ein Brötchen, das werde ich jetzt gleich in Milch einweichen und dann für später nochmal zum Drüberstreuen etwas Petersilie. Das Brötchen mache ich immer so in kleinere Stücken, dann nimmt es einfach ein bisschen besser Milch auf. So, rein ins Näpfchen und Milch dann rüber. Ja, wenn es dann nachher ein bisschen zu viel Milch ist, dann kann man das auspressen. So, das stelle ich mal beiseite. Und dann geht es jetzt weiter mit den Zwiebelchen. Die Zwiebel halbiere ich mir einfach. Schneide mir dann einen Streifen erstmal. Und dann einfach in feine Stückchen schneiden. Als nächstes kommen dann die Gürkchen. Die schneide ich einmal nur so längs. Und dann einfach ein kleines Stückchen schneiden. Dann die Tomaten auch einmal längs schneiden. Und auch wieder so in kleine Stückchen machen. Und zum Schluss schneide ich mir dann auch noch den Bacon klein. Da habe ich mir jetzt eine Scheibe aufgehoben. Die packe ich nachher mit in die Füllung als Ganzes rein. Den Rest schneide ich klein und der wird gleich mit angebraten. Ich habe mir jetzt schon mal so ein bisschen Fett in die Pfanne gegeben. Mache das Feuer jetzt an, lasse es ein wenig heiß werden. Dann gebe ich als erstes den Speck dazu, beziehungsweise den Bacon. Das ist halt dieser Frühstücksspeck. Den verteile ich hier so ein bisschen. Lasse den noch ein bisschen aus. Zwischendurch mal so ein bisschen durchrühren. Und dann können auch schon die Zwiebelchen damit dazu. Und das jetzt auch ein klein wenig anbraten lassen. Ja, und wenn die dann so ein bisschen Farbe annehmen, es braucht also nicht richtig braun werden, dann gebe ich auch die Tomate damit zu. Und rühre das auch nochmal schön durch.